Und halt, wenn du die Silberschlange einfach dauerhaft trägst, dann kannst du farmen ohne Ende, ey. Das ist grandios. So, also ich bin jetzt. Au! Hämorrhoiden-Jau. Ganz nach oben bei der, also in der Etage, ja? Ja, wo der Kanalisator auf dich wartet. Wo du hinkommst, wo du. Au! Wo du Kanalisator rauskommst, wenn meinst du du. den Zauberer? Hämorrhoiden-Jau, ja. Der hat Hä, so wo? am Ende des. Am Ende des Ganges so einen tollen Bogenschützen. Ja, aua, Und der. hinter dem Bogenschützen rechts ist eine Treppe. Ist hier oben noch was Tolles? Boah, ich würde gerne eine Waffe haben, die mit einem schweren Angriff die Gegner so auf den Boden haut, weißt du? So hinlegen, Ruhe. Ja, musste nur sprinten und dann zuschlagen, zweihändig mit dem Ding. Hier ist keine Treppe, wenn ich ehrlich bin. Hinter dem einen Bogenschützen? Hier ist nur eine zur Wand. Die sieht aber ziemlich auffällig aus, so wie so ein Fenster, also kein Fenster. Nee, rechts daneben müsste eine Treppe sein, die nach oben führt. Die du drehen kannst, so. Die ist gedreht bei mir, ja, toll. Auf die andere, auf der anderen Seite. Ja. Dann musste da, wo der Kanalisator stand, eigentlich die Treppe. Eine Treppe davon muss heile sein, so. Ja, ich verstehe schon. Achso, ja, alle Zuschauer, ich geb's zu, ich hab mich. Er hat rechts gesagt, ich hab ihn nach links gedreht, ich weiß. Ihr könnt mich ruhig in den Kommentaren auslachen, ich bin dumm. Ah, Rechts-Links-Schwäche. Ja, ist so, hab ich wirklich, es ist voll hart. Ich hab eine richtig krasse Links-Rechts-Schwäche. Ich Das ist nicht, überleg das mal. ist. Was hat der denn für eine tiefe Stimme? Halt mal dein Maul. Jetzt bin ich ganz oben, glaube ich. Jo. Naja, wobei, gut, jetzt bin ich eine Treppe hochgegangen, aber was ist jetzt hier weiter? Da Muss ich die Treppe? Ach, muss ich die jetzt drehen, oder was? hast die Treppe einmal gedreht. Halt, da ist eine Truhe. Warte, bevor ich sie drehe. Bist du eine Mimik? Oder was bist du? Du bist keine Mimik. Zauberei, Zauberschild stark. Brauche ich nicht, weil ich kein Zauberer bin. Yay. Ich überlege, ob ich echt Dark Souls 1 den Charakter auch durchspiele. Also als Let's Player Zauberer. Keine Ahnung, vielleicht kommt das ja ganz gut an. Zauberer ist scheiße. Ja, Zauberer ist halt total OP, ne? Weil du halt Hey, das extrem ist das. gut auf Fernkampf gehen kannst. Muss ich jetzt nach oben oder nach unten gehen? Nach oben, wa? Du musst zur Mitte der Treppe einmal drehen. Ja, habe ich ja gemacht. So, Treppe nach oben. Okay. Wenn du hochgegangen bist, gehst du nach links. Ja. Ne, nach rechts. Das ist eine Nebelwand. Nicht nach links, nach rechts, mein Freundchen. Was? Stirb doch! Oh. Oh, ja, von hier komme ich. Na, aus der Richtung, wo der eine Bogenschütze halt steht, ne? Ja. Hä, jetzt bin ich trotzdem voll verwirrt. Komm trotzdem nicht weiter. Die Bibliothek ist scheiße. Ach nein, jetzt kann ich. Nee, kann ich. Doch, du kannst jetzt von oben auf die andere Treppe springen. Ach so. Ist das so gewollt, ja? Ja. Und die muss ich jetzt drehen oder einfach nach oben laufen? Einfach nach oben laufen. Nee, die musst du einmal drehen, aber kannst erst Okay. nach oben laufen. Ja. Kiste und so wahrscheinlich. Ich glaube, da oben ist eine Kiste, da ist irgendein Zauber drin. Wo habe ich hier eine Menschlichkeit schon wieder her? Ich habe doch alle mein Leuchtfeuer geklopft. Oh, ich habe eine Menschlichkeit. Woher bekomme ich die, Alter? Ja, ich habe auch eine. Gut, dann drehe ich die jetzt. Aber wenn ich die jetzt drehe, was bringt mir das denn? Du kannst nach unten gehen und auf der anderen Seite von mittleren Etage siehst du, nein, siehst du so ein komisches Ding, so ein kleines Türchen und da musst du durch. Yay, blaue Brocken. Okay. Blaue Brocken, aber wofür sind die denn da? Verstärkt verzauberte Waffe plus 4 und Zauberwaffe plus 9. Also nur Zauberwaffen. Kleine Tür, bist du dir sicher? Na, so ein, ja, wie soll ich sagen? So ein Hey. Türbogen.
Ja, ich dachte, das dachte ich. Ja, ich guck gerade. Ich hab Funkeltitanid gefunden. Voll geil. Mimik. Ich wette, ich bin irgendwie auf irgendeiner falschen Seite wie hier. Auf jeden Fall ist hier kein Türbogen, also muss ich nochmal woanders gucken gehen. Okay. Riesenzellenschlüssel, habe ich noch Leutz Talisman? Ich bin aber gerade in dem Raum, wo es zurück nach Anolondo gehen würde, ne? Nee, da bist du falsch, du musst zum anderen. Ja, dachte ich mir. Du musst jetzt einmal eine Etage höher auf die andere Seite laufen. Ja, und dann irgendwie da in die Mitte kommen, wa? Jupp, ich kann jetzt hier auf die Treppe springen. Gut, alles erledigt. Jetzt kann ich die drehen, dann komme ich zur Mitte. Aha, Mimik! Nicht Fußball spielen! Okay, ist zwar ein etwas rätseliges Rätsel, aber es geht. Komm, Zeichen der Gier. Nee, verzauberter Falchion. Falchion? Gefunden? Ja, verzauberten. Oh, hey, da geht's runter. Ist da eine Kiste? Zieh den Hebel! Ich sehe keine Kiste, ich hab was im Hals, scheiße. Im Remake. Wie soll ich da. Wie soll ich an den Bogenschützen rankommen? Ja, ich weiß wie. So, mit dem Bogen in der Hand. Quatsch. Ja. Prismastein plus 20. Ich werde ihn mit einem Feuerball. Bäm. Dann gehst du leider runter und da hast du so einen Hebel, der öffnet das den Shortcut zum Leuchtfeuer. Shortcut! Blob. Geile Sache, ey, Bro. Voll nice. Ich glaube, das war auch das letzte Leuchtfeuer vorm Schuppenlosen. Hey, hier ist noch eine Kiste. Blauer Brocken. Ach du Kacke. Ach, du bist schon da gewesen. Jo, ich bin jetzt schon wieder außerhalb. Ich kann gleich in die Kristallhöhle gehen. Kristallhöhle mag ich nicht. Obwohl ich sie nicht kenne. Ja, die Muscheln regen einen auf. Riesenzellenschlüssel, was? Eine von den Kisten ist eine Mimik. Ja, ich seh's. Ah. Nein, ich bin kein Kicker. Bitte. Nein, kein Kicker. Danke. Was gibst du mir? Verzaubertes Falchion. Da ist ein Hebel, was macht denn der? Ich glaube, der öffnet ein. Ja, siehst doch die komische Bodenplatte, die da ist, ne? Ah, eine Treppe. Die fährt runter. Ich gehe einmal rasten, damit ich meine Estus Flakons mal auffülle. 108.000 Seelen, soll ich leveln gehen, ja, wa? Ja, klar. Pff, was anderes kannst du von den Seelen nicht mehr machen? Ich bin hier am dauernden Level, ey. Aufsteigen, auf was gehe ich denn? Kondition. 31. Halt, wie viel Sinn brauche ich jetzt für ein Level? Klar, ich bin natürlich der Einzige, der so dumm ist und direkt verlassen drückt. 75.000! Hast du zwei Level gemacht? Eins. Ging nur eins. Hat nur eins reingepasst. Jetzt bräuchte ich 150.000 für zwei Level knapp. Da ist eine Nebelwand, sag mir, dass die nett ist. Hey. Yo, dann kommst du außerhalb. Und wenn du dann die Leiter runtergegangen bist und dich umdrehst, siehst du da so ein großes blaues Etwas leuchten. Und da ist der Schuppenlose im Endeffekt drin. Ist die Kristallhöhle. Kiste, die keine Mimik ist, sehr gut. Was hast du für mich? Prismastein, 20 Stück, was soll ich denn damit? Hast du auch die Kiste hinter den Bücherregalen da gefunden? Ja. Oh, Kristallblut, yay. Yeah. Wo hast du sie gefunden? Na, bevor du die kleine Treppe da runterlässt, ne? Ja. Ist da noch so ein kleiner Zwischengang zwischen den Bücherregalen. Das check ich jetzt nochmal ab, das habe ich nicht gefunden. Also, bevor man die Treppe da runterlässt. Jo. Okay. Also, bevor du halt gerade die Kiste mit dem Prismastein geöffnet hast.
Versterben. Autsch. Boah, ist ja mies versteckt, ey. Ja. Kristallgut macht was? Ja, Kristallwaffen kannst du herstellen. Ah, na gut, aber die sind ja kaputt, die kannst du nicht reparieren, ne? Warum habe ich einen Zweihänder? Also gar nicht so wichtig eigentlich, wa? Warum habe ich einen Zweihänder? Ein Wald! Oh, goldene Golems! Goldene? Ich habe hier einen goldenen. Ja, dann bist du Richtung Dings gegangen, oder? Richtung was? Wenn du die Leiter runtergegangen bist, hinter dir lang, oder? Ja. Ja, aber da hinten liegt noch, was liegt da rum? Irgendwie ein bisschen Loot noch. Oh ne, wenn zwei von euch kommen, ist das scheiße, Jungs. Lass mal nur einen kommen, bitte. Soll nicht mal eins hinkommen? Finstergeist, was? Venus Klette 62, das ist kein NPC. Dafür ist der Name zu bescheuert. Venus Klette. Venus Klette, geh weg! Da ist er! Du kleiner Mongo, er ist Pyromant, ich seh's in seinen Augen! Ha, Kollege Schnurschnur! Schade, nicht erwischt. Ah, aber jetzt siehst du meine Macht! Der Minderheit und die Minder. Eine Intelligenz oder wie nennst du dich? Was spuckt der denn da nach mir, Alter? Irgendwelche Giftbrühe. Schwarze Flammen? Nee. Hast gedacht, wa? Hast gedacht, hier, ich komme nicht mit den KI-Gegnern klar, während du hier bist, wa? Hast du falsch gedacht? Mongo, komm, ich backstab dich. Du kleiner. Autsch. Nicht nett. Geh zurück. Hä, auf wen geht er denn jetzt? Geister, Finstergeister können in meiner Welt kein Essus Flas trinken. Sondern nur Menschlichkeit. Jo, die Schneckenmenschlichkeit kann Finstergeister generell nicht. Selbst wenn du invasierst. Ich weiß. Kannst aber Heilungszauber und so einen Scheiß benutzen. Ja, Wort ist klar, ey. Und hinunter in den Kristall. Kristallhöhle. Bist du schon in der Kristallhöhle? Ich habe gerade mit NPC, mit dem Gegner zu tun. Na. Wollen wir mal nicht böse werden, ja? Nicht aggressiv werden, mein Kollege. Hauptsache, ich werde invasiert, ne? Gibst du alles nicht. Wie er zu den NPC-Gegnern rennt, also zu den KI-Gegnern, ich raff das nicht. Diese kleinen Ärsche, die sind so feige. Die sind so feige. Hey, ich renn zum Gegner. Nee, ich lach dich aus. Komm, ich wink dir mal. Hey, Kumpel, was geht? Ist das witzig, ey. Ja, komm, mach was. Mach was! Bin ich da zwischen zwei Bäumen gefangen? Oh, er packt einen Bogen aus. Oh, er packt einen Bogen aus. Okay, du stirbst jetzt mal. Er packt den Bogen der Gerechtigkeit aus. Ich glaube nicht. Stirb, Mondlichtschmetterling. Jetzt habe ich hier ewig mit